Gestern hat die gemeinnützige Hertie-Stiftung in der Paulskirche zu Frankfurt zwei Preise vergeben. Und wir sitzen nun im Beethoven-Hotel zu Frankfurt gemeinsam mit Frau Dr. Stefanie Hennig von der Hertie-Stiftung und Professor Peter Hegemann, der gestern die Hertie-Forschungs-Seniorprofessur verliehen bekommen hat. Frau Hennig, was hat es denn damit auf sich? Nun, die gemeinnützige Hertie-Stiftung vergibt die Hertie-Senior-Forschungsprofessur Neurowissenschaften an herausragende Neurowissenschaftler. Und diese hat zum Ziel, nicht nur die langjährige, exzellente Forschungsarbeit damit auszuzeichnen des Kandidaten, sondern ihn mit dem Preisgeld von seiner Leitungsfunktion, die er bisher innehatte, freizustellen, damit er sich fortan vollumfänglich der neurowissenschaftlichen Forschung widmen kann. Das ist ja auch eine Konkurrenzsituation, oder? Also Wissenschaftler wandern, wenn sie dann fertig sind mit ihrer Karriere in Deutschland, gern auch mal in andere Länder ab, oder? Das ist richtig, weil es in Deutschland ein zeitlich begrenztes, ein zeitliches Fenster gibt, in dem der Seniorprofessor oder der Neurowissenschaftler arbeiten kann. Sobald er in den Ruhestand tritt, das ist ein gesetzlich geregelter Zeitpunkt, ist es hierzulande mit der Forschung vorbei. Herr Professor Hegemann, das war es dann also. Sie müssen in Berlin bleiben, Sie können nicht nach Kalifornien. Ja, ich meine, ich fühle mich ja in Berlin sehr wohl und freue mich auch, dass wir da arbeiten können. Und die Humboldt-Uni hat natürlich eine lange Tradition. Aber es ist nicht immer so einfach. Sie forschen an Photorezeptoren. Und zwar nicht, wie man das jetzt bei Neurowissenschaftlern erwarten würde, die im Auge, sondern die in Algen. Ja, also Sie haben völlig recht. Wir sind überhaupt keine Neurowissenschaftler. Und insofern war es auch für mich natürlich ein bisschen überraschend, dass ich überhaupt ausgewählt wurde von den neurowissenschaftlichen Kollegen. Aber die Photorezeptoren, die Algen dazu dienen, sich im Licht zu orientieren, die haben wir über viele Jahre charakterisiert und die haben dazu geführt, dass man sie erstens in den neuronalen Zellen einsetzen kann und zweitens dadurch sehr gezielt mit Licht, also nicht invasiv, neuronale Zellen anregen kann. Ja, Herr Professor Hegemann, ist richtig, ist kein Neurowissenschaftler im klassischen Sinne. Jedoch zeigt sich da, wenn ich das so sagen darf, die Flexibilität einer Stiftung. Wir haben eine Jury von führenden Neurowissenschaftlern, die die Kandidatenauswahl vornehmen. Und nach unserer öffentlichen Ausschreibung erhalten wir die Bewerbungsunterlagen der Kandidaten. Die Jury befindet darüber und wählt schließlich den Kandidaten. Und im Falle von Professor Hegemann hat sie sich für ihn entschieden, weil er eine Methode entwickelt hat und maßgeblich vorangetrieben hat, die große Implikationen für die neurowissenschaftliche Forschung bedeutet. Das ist tiefste Grundlagenforschung. Und ich kann mir vorstellen, als Sie damals angefangen haben mit den Algen, war das Thema jetzt nicht ganz so en vogue. Nein, war überhaupt nicht en vogue. Und wir galten sowohl unter den Biochemikern als auch unter den Biologen als ziemliche Exoten, weil mit diesen Algen, obwohl sie, sagen wir mal, ökologisch eine sehr große Bedeutung haben, nur sehr wenig Leute gearbeitet haben. Und Biophysik hat schon überhaupt niemand damit gemacht. Auf eine Art haben die Algen Sie oder Sie die Algen direkt zur Optogenetik geführt. Zur wahrscheinlich momentan spannendsten Methode der Neurowissenschaften. Sie haben schon gesagt, man kann es in Neurone einbauen. Was macht man jetzt damit? Ja, also früher haben die Neurowissenschaftler ja vorwiegend elektrische Methoden verwendet, um in neuronalen Netzwerken Zellen zu aktivieren. Das hat den Nachteil, dass man keine Zelltyp-Spezifität hat und mit Hilfe von optogenetischen Methoden kann man erstens eine hohe Zellspezifität erreichen. Und man kann die Zellen eben nicht invasiv mit Licht aktivieren. Also die Frage ist ja, wie kriegt man die Zellspezifität hin, wenn man jetzt in einem, zum Beispiel in einem Hirnschnitt von Mäusen einen Zelltyp aktivieren will. Um das zu erreichen, kombiniert man also das Gen, was jetzt diesen Photorezeptor aus der Alge kodiert, mit einem Steuerelement aus der Zielzelle des Mausgehirns. Der entscheidende Punkt ist dabei, dass man zwar eine ganze Reihe Zellen und auch verschiedene Zelltypen transfiziert, aber das Protein nur in den Zelltypen gemacht wird, in denen auch dieser Promoter, den man verwendet, aktiviert wird. Und dadurch kann man eine bestimmte Sorte Zellen aktivieren und die anderen Zelltypen, die werden dadurch nicht stimuliert. Und damit haben Sie jetzt nicht nur die Stiftungsprofessur gewonnen, Sie haben den Brain-Preis, den Zülch-Preis, auch mal mit Karl Deisseroth zusammen. Was machen Sie jetzt mit der Stiftungsprofessur, was Sie sonst nicht gemacht hätten?
Ich will mal sagen, wir haben mehr Freiräume. Wir müssen uns nicht immer rechtfertigen für das, was wir machen. Und das ist ja das Spannende eigentlich in der Forschung, dass man neue Themen angehen kann. Und das war schon die Frage beim Leibniz-Preis, der ja eben in ähnlicher Weise Freiheiten eröffnet, die man sonst nicht hat. Und wir wollen also neue optogenetische Methoden entwickeln, wie zum Beispiel lichtaktivierte Enzyme, um einerseits photobiologische Prinzipien zu identifizieren und andererseits vielleicht den Neurowissenschaftlern auch Methoden an die Hand zu geben, um, sagen wir mal, Second-Messenger-Moleküle, also Signalstoffe wie Zyklo-AMP oder Zyklo-GMP oder Calcium oder Inositol-Triphosphat zu regulieren mit optischen Methoden. Wenn wir jetzt nochmal auf die Gesamtschau gucken, wo Sie angefangen haben und wo es geändert hat, sind Sie eins dieser ganz klassischen Beispiele dafür, wie wichtig die Grundlagenforschung ist. Herr Hegemann, haben Sie den Eindruck, dass Sie als Forscher in Deutschland genügend Ressourcen, genügend Zeit, genügend Möglichkeiten haben, um wirklich gute Grundlagenforschung zu machen? Ja, ist die Frage, was man als Ressource bezeichnet. Die Universitäten als Ganzes haben natürlich den großen Wettbewerbsnachteil gegenüber der außeruniversitären Forschung, dass sie jeden Cent, den sie ausgeben, erstmal einwerben müssen. Dazu müssen wir Projekte beantragen. Wir machen das praktisch ausschließlich über die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Wir müssen sie begutachten lassen in einem kompetitiven Verfahren und wir müssen auch genau darüber abrechnen. Und die Schwierigkeit ist die, dass die DFG ja zum Beispiel Vorarbeiten verlangt. Und die Universität hat praktisch überhaupt keine Möglichkeit, Vorarbeiten für ein neues Forschungsgebiet zu machen. Das heißt, wir müssen Mittel immer zweckentfremden, das weiß jeder, der an der Universität arbeitet, von alten Projekten, um Vorarbeiten für neue Projekte zu machen. Und diese Schwierigkeit, die ist bei der Universität besonders kompliziert, weil die Grundfinanzierung der universitären Arbeitsgruppen praktisch null ist. Das heißt, alles, was wir von der Universität an Geld bekommen, müssen wir investieren in die Lehre. Der zweite Nachteil der Universität, also der Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Universitäten im Ausland oder der außeruniversitären Forschung, ist, dass die Studentenzahlen, die an die Universität kommen, kontinuierlich steigt. Und dadurch verschärft sich die Wettbewerbssituation immer weiter und die Studentenausbildung, die mir persönlich auch Spaß macht, die führt in eine Schiene, die nicht mehr zu dem Ausbildungserfolg führt, den wir uns wünschen. Wir wollen ja junge Wissenschaftler erziehen zu kritischen Menschen, die also eine kritische Urteilsfähigkeit haben, und wir wollen ja keine Massenproduktion machen. Ja. Und auch das wird schwierig, wenn die Studentenzahlen immer höher gehen, ohne dass die Bundesregierung entsprechende zusätzliche Mittel für mehr Personal, mehr Professoren pro Studenten auch ermöglicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie regelmäßig im A-Train anzutreffen sind, weil Sie glühender Jazz-Fan sind. Haben Sie dieses berühmte Bad Plus-Konzert im A-Train gesehen letztes Jahr? Nein, habe ich leider nicht gesehen. Ich wäre gern hingegangen und tatsächlich gehe ich gerne ins A-Train, würde ich auch häufiger machen. Aber wie das immer so ist, es gibt immer tausend andere Dinge, wir sind viel unterwegs und wir machen es eigentlich viel zu selten. Also die Hertie-Professur könnte auch dazu dienen, dass ich öfter mal ins A-Train gehen kann. Das wäre Ihnen wirklich zu wünschen, Herr Hegemann. Wir gehen da mal zusammen. Herzlichen Dank an Sie beide.